Hallo, ihr Lieben. Ja, jetzt gibt es ein Video, ein Teaching-Video vom See. Wir haben hier einen windstillen Platz gefunden. Die liebe Seya und ich sitzen hier am See. Und das ist was, worüber ich schon lange sprechen wollte. Weil es doch in aller Munde ist, ja, Glaubenssätze drehen, Glaubenssätze verändern. Hier geht es nicht um irgendwelche Sätze, sondern hier geht es um Überzeugungen, Annahmen und auch Rückschlüsse, die, auf denen dein ganzes Leben basiert, auf denen dein ganzes Selbstbild, dein ganzes Selbstkonzept und letztendlich auch dein ganzes Lebenskonzept basiert. Und das kann man nicht oft genug sagen, weil ganz, ganz viele werden da so ein bisschen auf den Holzweg geführt. Ich war übrigens auch eine davon, weil die Schwingung ändern oder Glaubenssätze drehen. Und dann habe ich immer gesucht und wie kann ich meine Schwingung verändern? Wie kann ich Glaubenssätze drehen? Und das ist ein Unterfangen, das einen ewig beschäftigen kann und niemals zum gewünschten Ergebnis führt. Hey, hallo Manu, hat dich gerade das Thema beschäftigt? So cool, schau mal an. Ja, und das ist einfach mal ganz wichtig, dass aus diesem, was soll ich sagen, aus diesem Spielgelaber, dass wir mal erkennen, warum, worum geht es denn wirklich? Es geht darum, was ich glaube, was ich meine. Und das sind ganz tiefliegende Überzeugungen. Und da kann ich nicht nach einzelnen Sätzen suchen oder nach Einzelheiten, sondern es ist ein komplettes Konzept von meiner Ansicht. Oh, jetzt kriegen wir da Besuch. Zwei Goldies. Mega herzig. Oh. Und zack. Ah. Ciao. Also machen wir ein kleines Intermezzo hier mit den verrückten Goldies. So herzig. Genau. Und was ich sagen wollte ist, dass mir das klar, ich brauche ein komplettes Verständnis darum. Ich kann nicht Einzelheiten suchen und die versuchen zu verändern. Und das ist das, was ich wiedergeben will. Weil dieses Verständnis davon, dass ich einerseits hier auf die Welt gekommen bin, in einem Glaubenssystem, in einem Überzeugungssystem darüber, wer ich bin, darüber, wie ich wirke, darüber, wie mich die anderen sehen. Und das habe ich übernommen. Da war ich mir aber nie bewusst. Ich habe es nie bewusst übernommen. Ich habe es aber trotzdem angenommen. Und diese Annahmen, die spinne ich immer weiter und weiter und weiter. Das ist unsere ganze Gesellschaft basiert auf einem Glaubenssystem, das weitergegeben wird, das übertragen wird, wo niemand sich überhaupt jemals überlegt hat, stimmt denn das? Ist es denn wirklich so? Und ich sage, es stimmt nicht und es ist nicht wirklich so. Weil wenn wir lernen, wie Energie funktioniert und wie ich funktioniere als energetisches Wesen, dann weiß ich zum Beispiel eins ganz sicher, Energie hat niemals eine Bedingung. Aber ich als Mensch, ich habe lauter Bedingungen. Ich bin nur gut, wenn. Ich bin nur erfolgreich, wenn. Ich bin nur liebenswert, wenn. Ich habe ein ganzes Set, ein ganzes System an Bedingungen, die an meine Wünsche, an meine Ziele, an meinen Wunschseinszustand, an meinen Wunschgefühlszustand gekoppelt sind. Das ist mir aber nicht bewusst. Aber wenn ich mich mal damit beschäftige und weiß, was es heißt, ein energetisches Wesen zu sein und dass alle Energie durch Information generiert wird, und zwar eine Information, die heißt Ja oder Nein, 0 oder 1,
Aber nicht, es ist null, wenn, dann und so weiter und so fort. So funktioniert Energie nicht. Energie ist da oder sie ist nicht da. Und wann ist sie da? Wenn ich meinen Fokus drauf halte, wenn ich bestimme, wenn ich die Information generiere, dann ist die Energie da. Und viel mehr brauche ich nicht machen. Es gibt keinen Umstand, unter dem ich Energie generieren kann. Es hat nichts mit meinem Portemonnaie zu tun, es hat nichts mit meinem Standort zu tun, es hat nichts mit meinem Zeitpunkt zu tun, es hat nichts mit meinem Alter zu tun. Es hat nur damit zu tun, dass ich sage, es ist so. Und dann bleibe ich dabei. Aber das menschliche, analytische Gehirn, das Denken funktioniert einfach so, dass es immer wieder irgendwelche Bedingungen rein kreieren möchte. Aber das ist menschlich. Das ist das menschliche Denken. Aber mein Divine Design, mein höchst energetischer Zustand, der hat keine Bedingung. Der sagt, wow, gut, toll, du bist gut, du bist prima, immer schon gewesen. Das ist dein Urzustand, das ist das, was du bist. Und jetzt geht es darum, dass ich das erkenne, wo sich mein menschliches Denken widerspricht mit meinem göttlichen Denken, mit meinem Divine Design. Und dass ich das alles danach ausrichte auf mein Divine Design, auf mein göttliches Sein, auf das, was ich wirklich schon immer bin. Und das ist die innere Arbeit, von der alle sprechen. Das ist eine gedankliche Arbeit, das ist eine konzeptionelle Arbeit. Weil die Energie, die kommt nicht irgendwie aus dem Kosmos, die du brauchst, und die Schwingung, die kommt nicht von außen, sondern die kommt aus dir innen. Es kommt aus deiner Information, und Information generierst du durch Gedanken, Ansichten, Überzeugungen, Entscheidungen. Das sind deine Energiegeneratoren. Damit generierst du Energie. Und wenn du da Bedingungen und Zusammenhänge reinsetzt, dann wird es ganz schön kompliziert. Und so kompliziert ist nun mal unser Leben überhaupt nicht. Es ist uns so beigebracht worden, dass es das alles gibt. Zusammenhänge, Bedingungen, ein Verlauf, es muss sich langsam steigern. Aber wenn ich wirklich anerkenne und weiß und sehe, dass Energie einfach ist oder nicht ist, und dass ich diejenige bin, die entscheidet, welche Energie ist oder welche eben nicht ist, und wenn ich sage, diese Energie ist nicht, dann sage ich aber gleichzeitig und vielleicht oft unbewusst, dass eine andere Energie ist. Und diese Klarheit brauche ich. Das ist das, was ich brauche an Klarheit. Und das Konzept muss ich verstehen. Und zwar ohne äußere Einflüsse, ohne äußere Bedingungen, ohne eine Kraft, ohne etwas, was von außen kommt mit einem energetischen Impuls. Das muss ich nicht annehmen. Ich habe 1000 Energien da draußen, mit denen kann ich mich alle verbinden. Jeder Mensch ist ein Energiegenerator, der kann das nicht stoppen. Und seine Gedanken und seine Vorstellungen, das sind die Energien, die ich bei diesem Menschen aufnehmen kann. Aber warum sollte ich das tun, wenn ich ganz klar merke, dass das kein energetischer Zustand, den dieser Mensch gerade generiert, der angenehm ist und der vorteilhaft ist für mich? Und dann muss ich mich da auch nicht rein verbinden, sondern da verbinde ich mich in die bedingungslose Energie aus der höchsten Intention, aus dem höchsten Denken, aus der höchsten Vorstellungskraft, und da fühle ich mich wieder wohl, weil das entspricht mir, das ist mein Divine Design. Und so kann ich die ganze Zeit entscheiden, woraus nähere ich mich, aus welcher Vorstellung nähere ich mich, weil meine Vorstellung ist meine Energie. Und die kann ich, die muss ich da hinstellen, die kreiere ich. Aber die meisten wissen eben nicht, wie es geht, und nähren sich dann
aus den Dingen, die halt einfach da rumstehen, aus Menschen, die frustriert sind, aus Menschen, die nicht, eben auch nicht wissen, wie es geht, aus Menschen, die das auch nicht gelernt haben, wie man das macht, und lassen sich dann sozusagen immer wieder runterziehen in eine Welt, in ein Bewusstsein ziehen, wo keiner sein will, wo aber doch alle sind. Und dann kommt dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das dann genährt wird, und dann bin ich wenigstens nicht allein in der Scheiße. Aber ehrlich gesagt, ich bin lieber allein in meinem Divine Design als mit anderen zusammen in einer Scheiße. Und wenn das mehr und mehr Menschen verstehen, dann sind wir eben auch zusammen im Divine Design und kreieren ein geiles Leben, kreieren geile Events, kreieren geile Erlebnisse, kreieren alles so, wie es sein kann, wenn ich nicht glauben würde, dass es anders sein muss. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch da noch ein bisschen einen Impuls gegeben. Meine Teachings, die gehen alle tiefer in das, wie mache ich es genau, welche Gedanken denke ich, welche Ansichten kann ich aus welchen Gründen übernehmen, so dass ich die Dinge so habe, wie ich sie haben will. Und das darf ich lernen, und das ist für mich das schönste Feld des Lernens, wo ich sehe, wow, das habe ich gelernt, da bin ich weitergewachsen, habe ich mich weiterentwickelt, und deswegen ist mein Leben so viel schöner geworden. Und das ist ein Prozess, den mache ich jeden Tag, und mal wird es krass viel schöner, mal ist es ein bisschen schöner, aber ich schaue einfach, dass es per se nicht schlechter wird. Und wenn ich mal einen schlechteren Tag habe, dann habe ich die Tools und weiß ich, wie ich damit umgehen kann, dass es aber wieder in die Richtung geht, in der ich gehöre, und zwar in mein Divine Design, das, wo ich mich gut fühle, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich richtig fühle, wo ich mich angekommen fühle, wo ich mich hier an meinem Platz auf dieser Welt fühle, und zwar Schönheit zu kreieren, gutes Wohlfühlmomente, my well-feeling, your well-feeling zu kreieren. Und das ist eigentlich das, wofür wir alle hier sind. Wenn du mehr davon wissen willst, weil ich bin ja jetzt hier auch auf meiner privaten Wall live und werde das nachher auch auf meinem YouTube-Kanal posten, verfolge das, lass das auf dich wirken, und du wirst sehen, das, was ich dir sage, das ist die Wahrheit, das ist ziemlich einfach und das ist 0,0 komplex. Und wenn du wissen willst, wie du das hier in diesem Leben, auf diesem Erdboden umsetzt, dann folge mir, schau auf meine Homepage, komm in meine Gruppe Divine Design Live der Extraklasse bei Patricia Dender, weil das ist das, was für jeden gedacht ist, und wo wir einfach nur ein Umlernen starten müssen. Ein Umlernen, ein Umdenken, neue Perspektiven. Und das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, und es ist für jedermann. Und ich versuche es auch für jedermann zu erklären und weiterzugeben, ohne irgendeinen Hokuspokus, Spiritualismus. Kann man machen, kann man haben, muss man aber nicht. Weil ich bin meine Welt, und meine Welt funktioniert so, wie sie für mich stimmig ist. Und das ist bei jedem so. Niemand muss sich anpassen. Jeder muss einfach nur seins kennen, wissen, kreieren, outpushen, weitergeben, manifestieren. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald. Tschüss.